Der Mann trägt Ornat im italienischen Stil, einfach aber doch elegant. Seine edlen Lederschuhe sehen eher wie Hausschuhe aus, aber sie sind trotzdem schlammverkrustet. Er reißt an einer Haarlocke, die sich um seinen seidenhandbeschlungenen Finger gewickelt hat. Über seine noblen Züge hat sich der Schatten der Angst gelegt. Mein Kind ist dort draußen, warum verstehen Sie das nicht? Mein Lord, wir tun alles, was wir können. Unfortunately, these villagers. Mein Fürst, wir tun, was wir können. Leider sind diese Dörfler. Beasts take them all. I don't care how you do it, but find her. Er wischt sich ein paar Strähnen aus dem Gesicht. Diese Biester sollen sie alle holen. Wie du es anstehst, ist mir egal, aber finde sie. Ihr Kind ist verschwunden, nehme yes, ich an. Lady Alice, my daughter. Ja, Lady Alice, meine Tochter. Er zupft an den Fingerspitzen seiner Handschuhe. I've asked around, but nobody in this mud hole has any concerns beyond their swine. They turn my men away like beggars and seem downright pleased to be of no use. But you, you're not one of my soldiers. And you look like you're used to getting your hands dirty, if you don't mind my saying so. Ich habe herumgefragt, aber die Leute in diesem Schlammloch scheinen sich nur um ihre Schweine zu kümmern. Sie weisen meine Männer wie Bettler ab und scheinen großen Gefallen daran zu finden, nutzlos zu sein. Aber du bist keiner meiner Soldaten. Außerdem siehst du dann heraus, als ob du es gewohnt bist, dir deine Hände schmutzig zu machen. Ich hoffe, dich stört meine Beobachtung nicht. Naja gut, das ist schon wahr. Hagrim macht sich gern die Hände schmutzig, der jagt ja gerne Monster. Also nehmen wir das mal nicht so krumm. Sein Wächter beugt sich herein, mein Fürst, ich. Handortet deine Hand, um den Mann zum Schweigen zu bringen. Solltest du sie finden, er klammert am Daumen seines Seidenhandschuhs herum. Sag ihr, dass ich nicht böse auf sie bin. Sie kann zurückkommen und dann wird alles gut sein. Ich will nur sicher gehen, dass Alice, mein Kind, in Sicherheit ist. Nichts in dieser Welt bedeutet mir mehr. Ich habe gehört, wie sie mit dem Schankwirt stritten. Petty, small-minded man. Just like the rest of them around here. I've been paying him an honest fee for board and bed, and yet he can't be bothered to stir himself to concern for my Alice. Ein belangloser, kleingeistiger Mann, wie der Rest von ihnen hier. Ich habe ihn für Unterkunft und Verpflegung vernünftig entlohnt, und trotzdem scheint ihn das Schicksal meiner Alice nicht zu interessieren. Eigentlich schien er mehr wütend auf sie zu sein. You have to but show up with a full coin purse and they'll hear insult in the jingle of your step. They forget that Duke Hadret came from the privileged classes, as did all of the other earls and lords who financed the rebellion they're so proud of. Die Menschen in diesen Provinzdörfern zu beleidigen ist wahrlich kein Kunststück. Wenn man mit einem prallgefüllten Münzbeutel auftaucht, dann hören sie schon aus dem Klingeln deiner Schritte Beleidigungen heraus. Sie vergessen, dass Duke Hadret aus den privilegierteren Klassen kam, wie auch alle anderen Grafen und Fürsten, die Rebellion finanzieren, auf die sie ja so stolz sind. Das ist der Grund, warum ich auf deine Hilfe hoffe. Er zieht wieder an einer Haarlocke. Ich hätte der Gefolgschaft meines Kindes niemals vertrauen dürfen. Erzähl mir, Lord Nestor Harren of Defiance Bay. My family has been prominent there since Imperial times. Our primary estate is on the outskirts of Brackenbury, but we have holdings in New Haomar as well. Those went to my sister and her husband. Erzählen Sie mehr von sich. Ich bin Fürst Nestor Harod von Trutzbucht. Meine Familie ist dort seit der Kaiserzeit sehr bedeutend. Unser Hauptsitz liegt am Stadtrat von Farnheim, aber auch in New Haomar haben wir Besitztümer. Letztere ging an meine Schwester und ihren Ehemann. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen über Ihre Tochter stellen. Please. Of course. Alice erblitzt und legt sich über seine Lippen, natürlich. Beschreiben Sie Lady Alice. Sie ist eine auffallend schöne junge Frau. Sie sieht ihrer Mutter ähnlicher als mir. Sie hat kastanienbraunes Haar und feine edle Züge. Sie müsste jetzt 28 oder 29 Jahre alt sein. Ist schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn du nicht weißt, wie alt deine eigene Tochter ist. Erzählen Sie mir über ihr Verschwinden. Vor ein paar Tagen haben wir hier in Dürford Rast gemacht. An unserem vierten Abend hier befasste ich mich damit, unsere Reise fortzusetzen. Lady Alice fühlte sich unwohl und ging zu Bett. Als ich mich ein paar Stunden ebenfalls zurückzog, bemerkte ich, dass sie verschwunden war. Keiner meiner Männer hatte sie gehen sehen und auch in der Schenke wusste niemand, wo sie war. Seit dieser Zeit durchkämmen meine Leute das Dorf. Bisher aber haben wir keinerlei Hinweise gefunden und die Heimischen helfen uns nicht.
Warum sind Sie und Elise nach Dürford gekommen? Das war ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Einers Rast. Kurz vor unserer Ankunft aber wurde sie krank. Deshalb erschien es mir vernünftig zu sein, ihr ein paar Tage der Erholung zu schenken. Was gibt es in Einers Rast? Er runzelte die Stirn, als ob er protestieren wollte, gibt ihr dann aber mit einem wenigen Seufzen nach. Lady Alice hat ein Alter erreicht, in dem eine Heirat vernünftig ist. Angesichts all dieser Scherereien mit dem Vermächtnis kann ich ihre fruchtbaren Jahre nicht einfach so vorüberziehen lassen. Aber ihren Schoß in Zeiten so vieler Hohlgeburten verfaulen zu sehen, das will ich auch nicht. Okay, das klingt sehr makaber. Und unverantwortlich für einen Vater. Wo ist der Rest ihrer Familie? Sie würden die Verlobung ihrer Tochter sicherlich nicht verpassen wollen. Entlang der Küste gibt es doch bessere Straßen. Wäre es nicht einfacher gewesen, ihnen nach Einers Rast zu folgen? Wenn ich das gedacht hätte, würde ich mich doch jetzt nicht durch den Wald mühen, oder? Er winkt mit einer Hand. Die Hauptstraßen sind verstopft mit Menschen, die in alle Richtungen vor Weinfels Vernächtnis zu fliehen versuchen. Einer Karawane wie meiner wäre schwer gefallen, ohne Zwischenfälle voranzukommen. Zum damaligen Zeitpunkt schien es mir vernünftiger zu sein, in aller Stille die Hinterstraßen zu benutzen. Wo ist der Rest ihrer Familie? Sie würden die Verlobung ihrer Tochter sich nicht verpassen wollen. Ich fürchte, Lady Haron ist nicht reisefähig. Leider hat Elise nur wenig nahe Verwandte. Meine Schwester und ihr Ehemann, Elis Tante und Onkel natürlich, haben Edir in den letzten Monaten besucht. Er reibt seine Fingerknöchel. Und was Geschwister angeht, Elise hat keine. Meine Frau hat nur Hohlgeburten erlitten. Das heißt, seit Elise. Aha, aber wieder zurück zu ihrer Tochter. Lassen Sie uns zu meiner vorigen Frage zurückkehren. Auf Wiedersehen. Okay. Gut, wir haben hier Leute, mit denen wir reden können. Und im Gegensatz zu irgendwelchen Soldaten lässt sich Hagrim nicht abwimmeln. Und diese Leute tun besser daran, einen grumpigen Zwerg nicht auf die Nerven zu gehen. Reden wir erstmal mit Eon. Ah, du bist es. Ich danke dir. Du hast mir ein neues Leben geschenkt und ich werde es nutzen. Ich habe ihm hier erzählt, wie du mir geholfen hast. Ach, das ist unser Freund aus den Katakomben, dem wir die Kupferstücke gegeben haben. Das hat sich jetzt also doch ausgezahlt. Jetzt haben wir hier Wesen seinen Verbündeten. Und Sid? Good day, Stranger. Eine Rothaarige steht am Feuer, stimmt ihre Laute und zupft ihre Saiten. Als sie geht, summt sie Teil einer Melodie. Zum ersten Mal im Drakugen. Normalerweise würde ich jetzt ein Liedchen trillern, das hier habe ich aber noch nicht ganz so gut drauf. Ich schreibe ein paar Stücke über die Gründung dieser Schenke. Und sag mal, interessiert dich die Geschichte vielleicht? Ich bin mit den Stücken zwar noch nicht fertig, aber ich könnte dir über ihren Inhalt erzählen. Klar, immer her damit. Palegina verdreht ihre goldenen Augen und atmet lange durch die Nase aus. Okay, ich glaube, Palegina mag solche Geschichten nicht. Sie wurde zur Zeit von Hadrets Rebellion gebaut. Einst unterhielt hier eine ederianische Lady Taino eine Burg. Einer der Türme steht immer noch, aber der Rest soll unter dem Dorf begraben liegen. Wie auch immer, sie hielt zum Kaiserreich und ein Kontingent von Dukatrets Schmelztiegelrittern half den Bauernkolonisten in der Gegend, ihre Burg in Schutt und Asche zu verwandeln. Diese Schenke war das erste Gebäude, das man auf den Ruinen der Burg errichtete. Man sagt, sie wurde mit denselben Ziegeln gebaut, die die Kolonisten aus der Burg der Lady Tano geschlagen hatten. Angeblich soll während des Baus sogar der Kampfstab ihres Oberzauberers verloren gegangen sein. Vielleicht wurde er eingemauert oder ist unter eine Holzdiele geraten. Wie auch immer, die Schenke sollte für Einheimische, die gerade ihre neue Ortschaft bauen, zum Rückzugsort und Treffpunkt werden. Was meint ihr mit angeblich? Die Urwälder sind ein störrischer Haufen und je öfter sich diese neuen Nachbarn trafen, desto mehr Streit gab es. Ihnen wurde klar, dass sie nicht viel gemeinsam hatten, außer den alten Fürsten hinauswerfen zu wollen. Die größte Meinungsverschiedenheit bestand über die Clan Fantana und ihre nahegelegenen Ruinen. Hadrets Ritter und ihre Unterstützer wollten sie in Frieden lassen, aber eine Außenseitergruppe mit stärkeren anarchistischen Tendenzen, die sich im Dorf gebildet hatte, wollte den Stamm ebenso auf den Pelz rücken wie ihren Fürsten. Ja, das war die Rebellion, dass der Dürrwald unabhängig wurde. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr gegenüber wem. War das Witzeras? Ich munkel hier gerade. Schon bald kämpften die Dörfler untereinander genauso heftig wie gegen die Ederianer.
Letztendlich waren die Erinnerungen an den Krieg des zerbrochenen Steins und der Krieg der schwarzen Bäume noch so frisch, dass die Soldaten des Dukes den Sieg davontrugen. Die meisten anderen Dörfler besannen sich schließlich wieder, einige der schlimmsten Unruhestifter aber verließen das Dorf, um im Widerstandskrieg an der Front zu kämpfen. Andere so kamen zu Ruhm, fanden einen Weg zum Kompass der Führung, dem fortschrittlichsten der Glafantaner-Stämme. Ich weiß nicht, ob ich diesen Teil der Geschichte selbst glaube, aber es erzählt sich recht gut. Sie deutet auf die Ostmauer. Dort hängt ein Porträt von einem der schlimmsten Anführer und seinem Rivalen aus der friedfertigen Fraktion. Das fiel wohl jemand für witzig, die zwei waren allerdings nicht sonderlich amüsiert. Das wird das Bild hier gewesen sein. Ostmauer, ja, das könnte die Ostmauer sein. Ich möchte mehr über den Krieg des zerbrochenen Steins hören. Da wissen wir eigentlich schon viel darüber. Das war der erste große Konflikt der ursprünglich ederianischen Siedlern und den Glafantanern. Er begann 3 Jahre nach der Kolonisierung, als ein paar Bauern einen Adra-Menhir umstießen, der zu einer Equitan-Ruine gehörte. Der Krieg dauerte zwar nicht lange, aber er weitete sich schnell aus und kostete Tausende das Leben. Während der ersten paar Wochen wussten die meisten Kolonisten nicht einmal, dass sie sich im Krieg befanden, bis Glafantaner-Plünderer ihre Dörfer überfielen. Das ist nicht nett. Nur wegen einem Stein. Vorher hatte es nur kleine spontane Scharmützel zwischen den Kolonisten und den Einheimischen gegeben. Dieses Vorgehen aber war organisiert. Es steht außerdem für den Beginn jahrzehntelanger Gewalt zwischen den Kolonisten und den Glafantanern. Ich kann das Wort immer noch nicht richtig aussprechen. Wie du sehen kannst, ist der Dörfer voller Geschichte, selbst in kleinen Dörfern wie diesem. Erzähl mir über den Krieg der schwarzen Bäume. Er begann zur Zeit der Kolonisierung, fast 30 Jahre nach dem Krieg des zerbrochenen Steins. Obwohl es immer noch hier und da zu isolierten Konflikten zwischen den Siedlern und den Glafantanern kam, haben beide Seiten offiziell ein Friedensabkommen geschlossen. Edmunds Vater, Edrang Hadred, war zu jener Zeit der Gräf, wahrscheinlich Graf. Als Teil der Friedensverhandlungen hatte er Verträge unterzeichnet, die ederianischen Kolonisten das Plündern equitarischer Ruinen verboten. Die Versklavung gefangener Glafantaner, allerdings hatte er nicht ächten können. Was ist denn ein Gräf? Ein Gräf ist der Gouverneur einer Kolonie und dient in dieser Funktion dem ederianischen Kaiser. Alle frühen Anführer der Edir-Kolonien im Dürrwald, ach ja, das Edir-Volk, genau, die Edir war damals Herrscher hier, bis es zur Rebellion kam. Einschließlich Edrang und Admet Hadred waren Gräfs. Zu Beginn des Widerstandskriegs erklärte sich Admet Hadred selbst zum Duke eines unabhängigen Dürrwalds, anstatt weiter Gräf einer Kolonie des Kaisers zu sein. Dieselbe Bezeichnung wurde für die Anführer der erst kürzlich unabhängig gewordenen Valianischen Republiken genutzt. Wie auch immer, seit dieser Zeit haben wir keinen Gräf mehr gehabt. Aha. In der Tat, dass Glafantaner weiter als Sklaven genommen wurden, also jetzt kommen wir wieder zum Hauptthema, hat weiter für Konfliktstoff gesorgt. Als kaiserlicher Agent mit Unterstützung bestimmter Grafen im Dürrwald wieder mit der Plünderung der Ruinen begann, spitzte sich die Lage zu. Das Kaiserreich hatte Hadrids diesbezüglichen Verträgen im Grunde genommen nämlich nicht zugestimmt und die kürzliche Session der Valiarischen Republiken zeigte ihnen wahrscheinlich die Dringlichkeit auf, Hadrids Position zu schwächen. Achso, die haben sich auch vom Edirreich getrennt. Die Plünderungen entfachten unter den Glafantanern einen brutalen Sklavenaufstand und einen Guerillafeldzug. Da Edrang Hadred zu alt war, um Truppen in die Schlacht zu führen, schickte er seinen Sohn Admet. Admet traf eine kostspielige, aber wirksame Entscheidung, die den Krieg schneller beendete, als jedermann gedacht hätte. Er brannte den Wald nahe des Flusses Iske-Ien nieder, um die glafantanischen Kampfverbände am Rückzug zu hindern. Tausende Glafantaner starben und als Admet seine Taktik der verbrannten Erde in den darauffolgenden Monaten wiederholte, zermürbte er den Rest ihrer Truppen. Bis heute, 150 Jahre später, gibt es manche Gegenden im Dürrwald, wo die Bäume nicht mehr sind als kahle, verkohlte Baumstämme. Leben sie wohl. Okay, ein bisschen Geschichte. Ist immer gut. Pace. Was hast du in der Küche verloren? Dengler wird schon zu essen und wird dir schon zu essen und zu trinken geben. Okay, das hier wird wohl Dengler sein. Well met, friend. Der Schankwirt fährt mit einem schmutzigen Lappen in einen Krug hinein. Kannst du den nicht vorher mal sauber machen?
Seine unter dichten Augenbrauen liegenden Augen sind müde, aber trotzdem wachsam. Also nicht in Tresen, erst nicht zu dir kurz zu. Kaum reisen sie hier in der Zeit. Kann ich dir etwas helfen?